Ich hab hier oben irgendwie auch nur Magma-Trainer als Gegner. 3 Pokémon. Okay. Das ist gerade problematisch. Das ist stark. Monagoras als Gegner. Kenn ich nicht. Super stark. Typ weiß ich nicht. Typ bräuchte ich gerade einmal kurz. Gesteindrache. Oh, okay. Mhm. Flug war gut gegen Gestein, oder? Nein. Andersrum. Umgekehrt. Ah. Ja, du weißt, ich bin mit Typen gerne mal falsch. Aber ich habe den besten Gegner für ihn. Los, Schala. Du kannst übrigens weiterkämpfen, nicht, dass du jetzt wartest auf mich. Nö, ich kämpfe hier weiter. Aber er ist Drache. Feenbrief ist sehr effektiv, auch wenn ich nicht wirklich viel magischen Angriff habe. Tarnsteine. Der Set-Adept sich. Was Effekt machen? Tiefschlag? Hypnose? Tiefschlag brauche ich nicht. Ich bin super schnell, glaube ich. Warte, ich habe Speed-Minus-Wesen. Nee, ich habe Speed-Plus-Wesen. Angriff-Minus. Ich brauche keinen Tiefschlag. Musst du schon wieder die Mappen machen? Ja. Ein so. Tanzzahn. Damit ich das offensichtlich sagen kann und du nicht wieder einen Fehler machst. Explosion. Tanzzahn kann... Danke. Ist ein normaler Move. Sollte dich nicht treffen können. Alles safe. Da bin ich mir nicht so sicher. Doch, doch, ist ein normaler Explosion. Geist-Pokémon auch trifft. Nein, nur Geduld. Echt? Ja. Okay. Ist ja auch der Grund, warum dein anderer Pokémon gestorben ist. Weil Geduld Geister treffen kann. Ja. Ich encounter das nächste Pokémon jetzt. Ist das okay für dich? Ist okay. War Tanzan echt Typpflanze? Nö. Okay. Ich glaube Käfer. Okay, kommt das gleiche fast raus. Also so, in die ich Wüste, muss googeln, wie hoch das ist. Ich habe ein legendäres. Oh. Entei. Das fange ich nie. Das ist stark. Es ist ein guter Ausgleich für Feuer, ne? Ja. Aber ich glaube, es ist viel zu stark. Mein Rivale. Meine Rivalin. Steht auf der Seite auch irgendwo das mit den Punkten, was ich brauche? Nö. Okay. Okay, ich muss eine neue Tab-Seite öffnen. Okay. Hast du auf der Route auch schon den Encounter? Hm? Bist du da, wo ich jetzt bin? Hier links meinst du? Ja, das Entei. Okay. Cool. Soll ich erst den Encounter machen oder erst Trainer? Lass mich erstmal Entei suchen. Also mache ich einen Trainer in der Zeit. Ja, mach mal bitte. Du könntest auch schon mal einen Counter gucken, was du findest. Ich hätte einen Surfer-Pokémon. So, wo steht's? Warte. Aber das fange ich doch niemals. Das ist ein Entei. Hast du bei Cobalion auch gesagt? Es ist ein Feuer-Pokémon. Ich habe kein Despotar mehr. Weißt du noch? Ach ja. Habe ich vergessen. Tut mir leid. Das Problem ist halt, es ist halt genau wieder der Wert, den wir fangen dürften, theoretisch gesehen. Es hat auch genau den Wert von Cobalion. Das heißt, du musst es jetzt fangen oder nicht? Weil es ist ein Semi-Legendäres. Es ist ein richtiges Legendäres. Stimmt, ist es ja. Es bedeutet,
Warte mal, heißt das, ich darf es überhaupt nicht fangen? Oder heißt das nur, ich darf fliehen, hab einen neuen Encounter, heißt das, ne? Ja. Ja, komm, hauen wir ab. Nein, ich will nicht mit Hubbelup fliehen. Bitte nicht. Mit was fliehe ich denn jetzt bitte? Mavis? Crocodile entwickelt sich gleich. Ist Entei ein richtiges Legendäres? Ich will gerade keinen Fehler machen. Na. Ja, es ist ein legendäres. Ich muss fliehen. Flucht gescheitert. Danke. Ich hätte es halt echt fangen können. Das macht nicht viel Schaden. Es kam Brüller. Ah, gut, dass ich fliehen darf. Entei, bitte zukünftig häufiger Brüller einsetzen, wenn ich dich encounter. Dann spare ich mir Zeit. Hast du einen Encounter? Du hast... Okay, ich darf nicht sagen, es ist genauso wie Flunschlick, eigentlich unterschätzt. Echt? Aber es ist halt ein super defensives Pokémon, es ist halt nicht überhaupt nicht offensiv. Okay. Was ist das überhaupt für ein Typ? Das nehme ich gerne. Das nehme ich gerne. Das ist super gefährlich, aber das nehme ich gerne. Was ist das für ein Typ? Pottrott. Bodengestein? Ja, ich glaube, das passt. Echt? Hm? Deine Laufbahn als Wassergesteins-Bodentrainer geht weiter. Nachtnebel. Sollte auch klappen. Du kennst doch Leta King, ne? Ja. Ich habe ein Pokémon, was vom Niveau her genauso ist wie er. Von der Stärke her. Meistergriff. Es setzt Walzer ein. Ich kann Nachtnebel nicht einfach... Meistergriff setzt Geduld ein. Okay. Ich mach nur Stachelsporn und werf Bälle. Okay. Ich muss irgendwas reinwechseln, was das aushält da vorne. Walzer? Ja. Und es hat sich verbrannt. Dann macht's weniger Schaden. Hat es beim allerersten Mal 8 Schaden gemacht? Ja. Warte mal, wann hat sich Crocodile entwickelt? Jetzt eben gerade, habe ich gesagt. Ich habe es nicht mitbekommen. Warte mal, Walzer ist Boden. Ja. Käfer. Nein, Gestein ist Pflanze. Walzer. Stimmt, das recht. Kampf-Pokémon, Boden-Pokémon, Stahl-Pokémon. Hast du was davon? Gesteins-Pokémon, Wasser-Pokémon. Na. Gestein wird aber sehr effektiv getroffen. Der wird normal getroffen. Das fand ich viel Schaden, oder? Nö. Gut, dann kannst du weiterfahren. Kannst du es jetzt versuchen zu fangen. Du musst es jetzt auch zu versuchen fangen. Ich will unbedingt Meistergriff haben. Bitte. Werf sofort okay. Superbälle. Keine Pokébälle? Nein, sofort Superbälle. Ich brauche dieses Pokémon. Sehr schön. So. Jetzt bin ich gespannt, was das für ein Typ ist. Ich kann nicht sehen, was das für ein Typ ist. Ich habe ein viel größeres Problem. Ich kann es nicht schwächen. Meinst du, ich kann... ein Apollo in ein starkes Kampf-Pokémon reinwechseln? Ja, ne? Ja, Geist okay. Ist immun gegen Kampfattacken. Ich meine, weil er könnte andere Moves haben. Weil es hat, halt voll entwickelt, ne? Ja. Es hat Silberblick. Ohne, also deine Moves sind Geduld, Silberblick, Energiefokus. Was ist der vierte Move? Ich glaube, ein Kampf-Move wahrscheinlich. So. Nehmen wir mal Konfusstrahl. Ich will, dass es sich ein bisschen schwächt wenigstens. Pottrott, Käfergestein. Käfergestein? Ah, sorry, mein Fehler. Okay, hätte ich nicht gedacht. Hat keine Entwicklung.
Nee, hat keine Entwicklung, aber ist super defensiv. Könnte auch Geduld haben bei mir. Ich hab's. Nice. Das kommt nach der nächsten Trainingssession ins Team. Punkt. Okay. Punkt. Nein. Was? Ich hab nur ein Potrot dafür. Ja und? Du hast meinen Despotar getötet, das ist das Mindeste. Okay. So. Kampf-Pokémon, bist du männlich? Oh, zum Glück. Meins ist auch männlich. Oh. Nicer Name. Saitama von One Punch Man. Passt so. Das passt echt gut. Und ich nenn's meins Shino aus Naruto. Hab ich verschrieben, oder? Mit dem Namen Saitama? Ja. Ups. So, weiterkämpfen. Saitama. Oh, das ist endlich mal ein nicer Encounter. Oh, es hat mal Zeit. Oh, ich glaube, das kriege ich nicht tot. Ja, das glaube ich auch, dass du das nicht hinbekommst. Ich glaube, ich setze Funkenflug ein. Und jetzt kommt Konter. Jetzt kommt. Stell dir mal vor, jetzt würde kommen. Was wäre cool? Spiegelkelb. Nee. Erstmal Robustheit Spiegelkelb. Oh. Ich mach den nächsten Trainer noch, ne? Bärensaft? Was macht Bärensaft? Ist ein Heil-Item. Oh, cool. Nicht so weit vorlauf. Mach ein bisschen Trainer weiter hinten. Du bist jetzt schon vor mir. Wenn du noch nachholen möchtest, damit wir ungefähr gleich auf sind. Ich hab alle Trainer hier. Echt? Alle? Alle die rechts auch schon? Ja. Die beiden hier auch? Den da oben auch? Ja. Und die auch? Ja. Und dann bist du fertig, dann kannst du hochgehen. Dann hast du mich überholt. Oder heil dich. Oder keine Ahnung, was du machen möchtest. Ich gehe in die Höhle. In der Höhle haben wir, glaube ich, übrigens schon unseren Encounter. Hatten wir Kiesling dabei, ne? Entwickelt sich ja auch bald, ne? Könnte man ja auch mal ein bisschen versuchen, zum Level abzubringen, ne? Ja. Ja, gut voran. Wir dürfen nicht mit der Seilbahn fahren. Ja, das ist gut. Das heißt, der Team Magma-Plot kommt erst später. Okay. Spiel trotzdem vorsichtig. Glaube ich nicht. Ja, ich hab's gesehen. Das war ein verkleideter Wanderer. Die Wampe war alles nur Fake. Legendäres Psycho-Pokémon. Ja. Töte es bitte. Ohne zu sterben. Ja, weißt du, wie ich es töte? Schutzschild. Okay, ich töte es wohl doch nicht. Hast keinen Durchbruch eingesetzt? Ich bin enttäuscht. Wie kann ein Strawickel mir 9 Schaden mit Tackle machen? Ich habe ein defensives Wesen. Ich weiß nicht, wie es das kann. Weißt du, hier gibt's Leute, die haben Iviltal als Pokémon. Dann kommt einfach jemand mit Strawickel. Nicht so. Leute, ihr könnt noch viel von den anderen Trainern auf dieser Route lernen. Okay. Gegenstoß. Das ist schöner Schaden. Das ist auch ein 100er Move. Ich hab hier oben irgendwie auch nur Magma-Trainer als Gegner. 3 Pokémon. Okay. Das ist gerade problematisch. Das ist stark. Monagoras als Gegner. Kenn ich nicht. Super stark. Typ weiß ich nicht. Typ bräuchte ich gerade einmal kurz. Ich weiß, ich google das so oft, aber ich will ja nur Typen haben. Monagoras. Gibt es nicht. Monagoras. Ich verschreibe die ganze Zeit, das ist nicht gut.
Gesteindrache. Oh, okay. Mhm. Flug war gut gegen Gestein, oder? Nein. Andersrum. Umgekehrt. Ah. Ja, du weißt, ich bin mit Typen gerne mal falsch. Aber ich habe den besten Gegner für ihn. Los, Schala. Du kannst übrigens weiter kämpfen, ne? Nicht, dass du jetzt wartest auf mich. Nö, ich kämpfe hier weiter. Aber er ist Drache. Feenbrise ist sehr effektiv, auch wenn ich nicht wirklich viel magischen Angriff habe. Tarnsteine. Der Set atmet sich. Der ist böse. Wow. Shan hat keinen magischen Angriff, aber ich two-shotte den einfach mit einem magischen Move. Nicht schlecht. Tarnsteine wirken nicht auf Flug-Pokémon. War doch so, ne? Ja. Okay, dann muss ich jetzt... Obwohl, bin ich mir nicht sicher. Nee, es muss so sein. Ich berühre den Boden ja nicht. Ja, wenn sie Schwebe haben. Nee, Flug-Pokémon haben gerade auch keinen Effekt drauf. Echt? Sonst wechsle ich halt. Ist Tarnstein ein Gesteins- oder ein Boden-Move? Ist es ein Gesteins-Move? Hast du ein Problem? Mann, lässt du mich das erst noch gleich nachgucken? Du bist doch eh schon vor mir. Ich verschreibe mich gerade immer nur. So. Tarnsteine ist ein Gesteinsmove. Dann solltest du definitiv kein Flug-Pokémon reinwechseln. Aber war das nicht so, dass es... Es steht nichts dazu, dass es kein Flug-Pokémon trifft. Flug-Pokémon sind gegen Bodenattacken immun. Lumineon. Sagt mir irgendwas. Hört sich sehr glitchy an, oder? Klingt es auch. Aber ich kann es dir nicht sagen, wer das ist. Ich kenn's gerade auch nicht wirklich. Vivi rein. Wird schon schief gehen. Ich habe nicht aufgepasst, welches Pokémon reinkommt. Scheiße. Macholo, okay. Ich überlevel gerade Schana ein bisschen. Es ist ein Fisch. Es ist kein legendäres. Okay. Ich glaube, ein legendären hätte ich auch schon von gehört gehabt. Wenn es nicht gerade Iveltal ist. Gefällt es, war? Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Ich glaube, für Tarnsteine muss man den Boden berühren. Ich versuch's mal. Ich wünsche dir Glück. Danke. Nee, man kriegt Schaden. Gefährdes ist, gefährlich. Okay. Wenn ich den physischen Angriff von Gefährdes weiter down mache, hat's gar keinen mehr. Renki. Renki spielt war Dev, ne? Ja. Spezialangriff. Warum sagst du das immer? Es ist nicht so. Eins von beiden erhöht Dev, das andere dazu, das Gegenstück erhöht Angriff. Ja. Es ist der Move, der letztens Meditier umgebracht hat. Ah. Ich weiß noch nicht, ob es eine magische Attacke überhaupt hat. Ich hab geheilt, gerade im Item übrigens. Okay. Ich hab eigentlich eine gute Spezialverteidigung. Und ich habe aber trotzdem Angst. Ich zerstöre gerade das Plauder-Guy. Es ist jetzt Spätz Attack plus 4. Das ist mies. Das
Furienschlag war nicht speziell, alles gut. Okay, es hatte Furienschlag und Ränkeschmied. Und wie heißt das? Silberblick. Okay. Komisches Moveset. Umsonst Angst gehabt. Das Pokémon hätte ich gern gehabt. Statt Tauros. Du hast doch genügend Wasser-Pokémon, oder? Was hat er alle schon tot? Wasser-Elektro. Ah, das stimmt allerdings. Was war Offerte? Weiß ich nicht. Nö. Oh, du bist zurückgelaufen? Ja, mich gerade heilen. Hattest du alle Trainer fertig? Ja. Ich weiß nicht, was in der Höhle noch ist, aber... Die Höhle, wenn mich nicht alles täuscht, ist... Nee, ist sie nicht. Das ist eine neue Route, die Höhle. Ich hatte gerade einen Trainer, der sich... Ich bin gelaufen und er hat sich von mir weggedreht dreimal. Oh. Was ist das für eine Musik? Wie oft willst du mir noch mich in die Quere stellen, Troy? Wie oft noch? Ja, da jagt uns. Es ist der Champ. Ich hab verloren. Es ist ein Pokémon, was ich bereits im letzten Aufnahmesession encountered habe. Und mich letzte Session schon ziemlich problematisiert hat. Da hatte ich aber einen Despotter. Lavados. Das Pokémon wäre noch cooler gewesen. Lavados, als... hast du mich gehört? Oh. Ich hätte gern einen Quappel vorhin gefangen. Lavados ist tot. Ja, ist doch gut. Zum Glück habe ich noch den gesteinsmustenden Stein auf Nidoking. Sehr gut. Was war echt na toll? Das war dieser Sarkophag, ne? Ja. Was ist der? Ich meine, ja. Geist und Licht und ich darf ihn nicht physisch angreifen, war das, glaube ich. Ist das nicht Flug? Ist egal, ist auf jeden Fall Geist. Ich darf ihn nicht physisch angreifen. Warum nicht? Weil das Teil einen Effekt hat, was mir meine Fähigkeit verkrüppeln lässt. Echt na toll. Es ist nur Geist. Geist auf Geist ist sehr effektiv, ne? Oder? Maybe. Soll ich Apollo reinschicken oder nicht?